eine normale Mittelschülerin war, ist schon eine ganze Weile her. Als ich durch Zufall in den alten Brunnen hinter unserem Haus gefallen bin, fand ich mich plötzlich im Mittelalter wieder. Dort habe ich den Halbdämon Gedreascher getroffen und zusammen wir Spinner, den ich gesehen, dass ich persönlich zerschossen habe. Auf unserer Reise haben wir eine kleine Gruppe an Freunden gefunden. Zuerst den Funkdämon Schiller, der uns seit dem Tod seines Vaters begleitet. Dann stieß der verfluchte Wandermensch Miroku zu uns, der unter einem schweren Schicksal leidet. Die letzte in unserer Runde ist die Dämonin Zango. Doch nicht alle sind uns so freundlich gesinnt. Inuyashas Bruder zum Beispiel ist an Inuyashas Schwert, Tessaiga, zu gelangen. Seit kurzem begleitet ihm neben seinem Diener Jaka auch noch das Menschenmädchen Rin. Und seitdem scheint uns das ein oder andere Mal zu helfen. Ich werde einfach nicht schlau aussehen. Außerdem ist da noch die tote Miku, Kikyo. Sie und Inuyasha waren früher so etwas wie ein Paar doch. Seitdem sie wiederbelebt wurde, sind wir das ein oder andere Mal aneinander geraten. Sie dachte, Inuyasha hätte sie verraten und von mir hält sie sowieso nichts. Angeblich bin ich ihre Wiedergeburt, aber bis auf unsere Fähigkeit haben wir wirklich nicht viel gemeinsam. Wir alle haben jedoch etwas, was uns vereint. Unser Feind ist der Halbdämon Naraku. Er hat Inuyasha und Kikyo gegeneinander ausgespielt, Miroku verflucht, Sangos gesamtes Dorf zerstört. Sesama, ich glaube, der ist einfach sauer, weil Naraku ihn ausgenutzt und überlistet hat. Er ist eiskalt, gerissen und schreckt vor absolut nichts zurück, um an das Juwel der vier Könige zu gelangen. Selbst unter seinen eigenen Leuten steht nicht jeder hinter ihm. Sein Abkömmling Kagura zum Beispiel würde ihn seit einer Weile lieber tot sehen. Doch da Naraku ihr Herz praktisch in seiner Hand hält, ist sie uns immer noch sehr gefährlich. Die Fronten sind also noch nicht ganz geklärt. Doch eins ist sicher, solange Naraku das Juwel noch nicht vollständig besitzt, ist noch nichts entschieden. Ich habe mich nicht vergnügt, ich habe gelernt und gelernt und gelernt. Wofür? Ich habe mir ein sogenanntes Lehrbuch angesehen. Und glaub mir, ich komme auch ganz gut klar, ohne das zu verstehen. Ja, natürlich, das ist Mathe. Das braucht niemand. Aber für die Aufnahmeprüfung muss ich es trotzdem alles wissen. Zumindest für die Schule. Ja, deine feine Nase in allen Ehren. Aber ohne Kagome-sama kommen wir ohnehin nicht weiter. Nur sie kann die Splitter des Juwels spüren. Sie ist quasi das wichtigste Mitglied unserer Gruppe. Ja, das hast du Belala mittlerweile mehrfach gesagt. Es ärgert mich, dass du eifersüchtig bist, aber das war auf die Suche bezogen, Schnuppi. Sag mal, Schippo, kommt mir das nun so vor? Oder haben sich die beiden eher geschnitten, als ich weg war? Was? Fragst du mich das? Ich kann auch nicht immer alles wissen, was zwischen den beiden vor sich geht. Shippo-chan, du hast doch wieder gelauscht. Ich kenne dich doch. Du kannst es dir sicher denken. Wir kamen da durch ein Dorf und da war diese Familie. Sie hatten eine Tochter. Miroku hat ihr natürlich wieder nachgestellt. Und er hat sogar... Schaut mal, dort vorne ist ein Dorf. Vielleicht können wir dort die Nacht verbringen? Also ich finde, der Tag ist noch lang genug. Wir können noch eine ganze Menge Weg zurücklegen. Genau, das finde ich auch. Nachdem wir wieder eine Pause machen mussten, will ich endlich mal eine Weile vorankommen. Ja, wissen wir denn mittlerweile überhaupt, wohin wir eigentlich wollen? Mir ist es ja egal. Aber ich bin mir sicher, Kagome würde viel lieber in einem Haus schlafen. Ach was, mir ist das doch egal. Seit wann das denn? Wenn wir jetzt in dieses Dorf gehen, wird sich Miroku nur wieder an die nächstbeste Frau heranmachen. Und wenn ihr beide schon nicht nachvollziehen könnt, wie Sango-chan sich dabei fühlt, dann denkt doch bitte wenigstens daran, was das für die Laune der beiden bedeuten würde. Also, das ist mir doch egal, wen er hinterher schaut und wen nicht. Seid wann das denn? Hey, Leute, ich spüre einen Splitter. Was?
Wo? Aus der Richtung und er kommt schnell näher. Was war das? Völlig egal, er hatte einen Splitter. Na dann hinterher. Verschwunden sein. Schauen wir ja schon. Er hat keine Spuren hinterlassen. Kaugummi, was ist mit dem Splitter, den er bei sich hatte? Bist du den irgendwo? Nein, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Kannst du ihn denn nicht kriegen, Inuyasha? Wo ist denn deine feine Nase, wenn man sie mal braucht? Ganz ehrlich, wäre ich sonst stehen geblieben? Nein, hier ist absolut nichts zu riechen. Seine Spur hört hier ganz plötzlich auf. Das riecht doch eindeutig nach Narakusans Schritt. Sonst würde uns doch ein Dämon hierher locken lassen. Aber warum das? Er kann uns nicht schon wieder in einen Bannkreis locken wollen, oder? Kann doch unmöglich sein Ernst sein. Aber das wäre die logischste Erklärung. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er das tut. Sieht ihm ähnlich. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sie auf seine schmutzigen Tipps hereinfallen. Naja, wenn wir aber herausfinden wollen, was er plant, bleibt uns wohl nichts anderes über als sein Trick hereinzufallen. Das sollten wir aber zumindest heute Nacht vermeiden. Wieso denn ausgerechnet heute Nacht vermeiden? Na, heute ist doch der erste Tag des Monats. Stimmt, heute Nacht ist Neumond. Inuyasha, dann verlierst du ja deine Kräfte und was wir als Zornmensch. Wir sollten uns wirklich einen sicheren Platz für die Nacht suchen. Wenn Naraku dich so sieht, entdeckt er dein Geheimnis. Das weiß ich alles selber. Ich will mich aber nicht zurückziehen. Er ist der Mensch schon zum Greifen nah. Kagome hat recht. Noch weiß Naraku nicht, wann du deine dämonischen Kräfte verlierst. Und das sollte besser auch so bleiben. Lass uns doch eine Unterkunft suchen. In dem Dorf, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind, schien mir noch etwas frei zu sein. Ich schien mir da ein sehr angenehmes Haus zu geben. Cooles Essen, schönes Bauen. Wie war das? Da gibt's nur Essen. Dann lasst uns gehen. Was ist denn noch? Kommst du? Wollte ich die ganze Zeit schon sagen, aber sag jetzt nicht, dass du schon vom Bannkreis festgehalten wirst. Aber dafür habe ich seine Spur wieder. Und das, obwohl du erst noch so rumgetönt hast, ihn garantiert nicht in die Falle zu tappen. Du Kleiner. Ach, lass ihn. Schließlich hat er recht. Du warst wohl ein klein wenig unaufmerksam. Nicht so, als könnte ich großartig was tun. Naja, jedenfalls bleibt uns jetzt wohl wirklich nichts anderes über, als dem Jascha in den Bannkreis zu folgen. Wir können ihn nicht einfach zurücklassen und dann... Zu gütig. Vielleicht suchen wir uns innerhalb Narakus Bannkreises irgendwann Versteck. Großartig. Verstecken wir uns in Narakus Bannkreis. Inuyasha, mach das! Leute... Ihr wollt mich nicht einfach zurücklassen. Kagome! Das ist ja mal wieder typisch. Weiß das nicht schon mal, du? Seid ihr euch sicher, dass wir uns entschlossen sind, nach Akku lernen? Hast du eine von mir eingeschlagen? Aber nein, aber... Nein, ich dachte nur, es gab doch so wenig Spuren und... Wir haben uns schon seit einer Weile nicht mehr von Narakus gesehen. Wenn du nicht an mir zweifelst, was willst du dann damit sagen? Schau mal, Jacken, ich hab dir einen Blumenkranz gerastet. Oh, siehst du nicht, dass du dich schon mal aber störst? Versuch gerade eine Spur zu finden. Störst du ihn da nicht viel mehr? Du redest doch viel mehr als ich. Oh. Ja, weil ich mit ihm wichtige Dinge zu besprechen habe. Du wirst das nie verstehen. Aber Danke. Ja, hast du schon mal was gemacht? Sei still. Rin? Ja? Du hast dieses Band hier. Das habe ich dort auf dem Weg gefunden. Ist das nicht das Band des Schwertes, des Schwertes, das euer niederer Vater, eurer Vater, eurem niederen Bruder vermacht hat? Was soll es denn sonst bedeuten, Jaten? Ich sag dir doch, dass ich mit dir nicht rede, du dummes Gör. Wirst du wohl nicht zwischen Mannes anders fragen, für ihn beantworten? Willst du etwa wirklich mir all diese überflüssigen Fragen stellen? Nein, aber nein, ich... Natürlich bedeutet es, dass sie hier waren. Ihr Geruch hängt hier noch überall in der Luft, nicht nur ihrer. Es riecht nach Narakus. Ihr habt also seine Werte wieder?
erwartet habe. Das heißt, ihr wisst, wohin wir müssen? Nein. Nein? Deine Spur endet hier. Alle Spuren enden hier. Ja, dann war das sicherlich eine falsche Fährte. Und selbst die Jascha hat das gemerkt und ist umgekehrt. Wir sollten gehen. Rin, komm mit da nichts mit? Nö. Rin. Ich komme nicht weiter. Das ist doch gar nichts. Drin steckt wohl in einer Art Bannkreis. Was? Natürlich, da passt man einmal nicht auf das Menschengehör auf und schon wieder begibt sie sich in Gefahr. Aber Rin, wenn du wirklich glaubst, dass ich mit der großen Seeschumales anschaue, die diese lächerliche Gefahr folgen würde, lass mich aufschauen. Jacken, schau mal! Was? Das muss dir jetzt peinlich sein. Ihre Schuld. Einmal nicht auf, schon ist der Meister meines Herzens in Lebensgefahr. Und wer hört auf den alten Jarkin? Niemand hört auf den alten Jarkin. Oh. Herr Meister? Meister! Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Du hast doch wieder aufgeholt. Also, was ist dein Problem? Es geht ums Prinzip. Außerdem, ich wollte ohne mich den Dämon finden. Und mit Karumisamas Hilfe. Schließlich kannst du ihn später das Juwel spüren. Schon vergessen, Inuyasha? Es geht ums Prinzip. Das ist außerdem nicht mehr wichtig. Sie haben uns bereits gefunden. Sie! Ja, jetzt wo du es sagst. Aber wie kann ich dabei jetzt etwas Dämonisches spüren? Das kannst du sonst? Ich dachte, damit führst du nur die reichen Dorfleute an der Nase herum. Ja, ich meine... Ich, was denkt ihr immer nur alle von mir? Mensch, reiß das zusammen. Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Blau, erst kümmern wir uns um das Kleid für hier. Dann suchen wir Naraku. Vernichten ihn, bevor die Sonne untergeht. Also, worauf wartest du? Ich gar nichts. Was wartet ihr denn? Nun ja, normalerweise bist du derjenige, der sich Hals über Kopf in den Kampf stürzt. Wir folgen dir dann und lassen es aussehen, als stecken Taktik und System dahinter. Inuyasha! Ist es vielleicht schon so spät, dass du Tess Heiger gar nicht mehr benutzen kannst? Dass ich Tess Heiger... Das hat sich ja gar nicht verwandelt. Verdammt, warum nicht? Hast du das echt nicht gemerkt? Egal, darum kümmere ich mich später. Für die werden meine Klauen darin ausreichen. Aufnehmen. Gucken kann ich auch nicht gucken. Ich glaube, Karmi ist dann verschwunden. Ja? Erstmal weg von dem Gestank hier, finde ich sie schon. Karmi! In meinem langen und erfüllten Leben als Wandermönch habe ich gelernt, dass genau zwei Dinge keinen Zweck haben. Das erste ist, sich an Sangoran zu machen. Das hast du mittlerweile also gelernt. Das zweite auf jeden Fall ist, blindlings im Wald herumzurufen. Während die anderen in der Nähe hätten sie uns schon längst gefunden. Und wenn du weiter so in der Gegend rumkrapelst, hört uns wohl noch jemand ganz anderes. Aber machst du dir dann gar keine Sorgen? Sango war schließlich verletzt. Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber im Moment können wir nichts tun, als weiter zu suchen. Ich bin mir sicher, es geht dir gut. Schließlich ist Sango eine starke Frau. Wenn das einer weiß, dann ja wohl ich. Das sagst du jetzt nur so, oder? Nein, ich meine so, wie ich es sage. Wie kommst du drauf? Weil du gerade genau so guckst,
wie Inuyasha, wenn Kagome etwas passiert ist. Tatsächlich? Mhm. Wie dem auch sei, im Moment können wir nichts tun, als weiterzusuchen. Ich bin mir sicher, sie hat Kagome und Inuyasha längst gefunden und ist bei ihnen sicher. Bist du dir sicher, dass sie da sicher ist? Na, sicher bin ich mir sicher. Du kennst doch Inuyasha. Sollte sie wirklich so schwer verletzt sein, dann würde sie beschützen. Du weißt aber schon noch, dass heute Nacht Neumond ist und Inuyasha längst ein schwacher Mensch und Sango gar nicht beschützen kann. Kagome! Sango! Kagome! Ganz sicher, es kam von hier. Also ich finde, es kam eher von da. So weit können wir noch gar nicht gekommen sein. Wir sollten die nicht unterschätzen. Die Menschen haben sich erstaunlich gut gewehrt. Hätte der Meister uns geschickt, wäre die Sache ganz anders ausgegangen. Bei den Schwächlingen wollen wir doch echt gar nichts mehr. Riecht ihr das? Putz dir mal die Nase. Hier ist nichts. Aber ich habe doch auch ganz sicher was von ihr gehört. Ach, halt doch die Klappe. Selbst wenn sie hier lang gekommen sind, auf diesem Weg können sie ruhig bleiben. Narathis Bank heißt, geht in einer ganz anderen Richtung. Narathis Bank heißt? Wie meinen die das? Ich verstehe das immer noch nicht. Wer ist so feige, dass er sich innerhalb eines Bankhauses in einem weiteren versteckt? Hat er echt Schiss vor einem Halbdämon und seinen Menschenfreunden? Wir haben einen echten Dämon und nichts entgegenzusetzen. Pah! Und was ist mit mir? Da! Da war noch was! Und du sagst mir, ich bilde mir das bloß ein. Wie dem auch sei. Ich habe gehört, dieser Naraku soll generell ziemlich feige sein. Er scheint sich wohl ein Medium für seine Bankreise besorgt zu haben. Wenn er flieht, wer einmal in ihn ist, ist unabspürbar und außer ihm scheint sich niemand mehr verlassen zu können. Niemand? Und was ist mit der alten Fächertante? Die konnte doch auch raus. Woher soll ich das denn bitte schön wissen? Ist doch auch egal. Die ist irgendwie mit ihm verbunden. Aber zu melden hat sie sowieso nichts. Die war sich wohl zu fein für dich. Was? Ja, oder Fächertante, damit war sicher Kagome gemeint. Wenn die hier ist, wird das Ganze noch viel schwieriger. Hätte ich mir aber auch denken können. Ja, und dass Naraku sich doppelt absichert, ist mal wieder so typisch. So ein dieser Feigling. Ja, ist wirklich nichts Neues. Wir sollten aber wirklich weiter. Dass Naraku sich mit einem zweiten Bandkreis absichert, kann kein Zufall sein, nein. Ich bin Naraku, da steckt mehr dahinter. Ja, und so wie wir Inuyasha kennen, steht er schon mit einem Bein im nächsten Bandkreis. Meine Weisheit scheint auf dich abgeklappt zu haben. Inuyasha? Bemühe dich nicht. Inuyasha ist nicht hier. Wo sind die anderen? Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie noch eine Aufgabe zu erledigen haben. Ist nicht ein wenig unvorsichtig von dir, mir das jetzt zu erzählen? Du wirst diesen Raum nicht mehr lebendig belassen. Nur, dass du dich bauen kannst, soll es mir egal sein, wie du erfährst. Dann sag mir doch gefälligst, was du vorhast. Hey, bleib weg von mir! Hey, gib mir das wieder! Sobald die Mikro hier eintritt, wirst du schon noch erfahren, welche Rolle du zu spielen hast. Doch bis dahin lasse ich dich hier. Allein? Nein. Es wäre eine Schande, falls du wieder erwarten, doch einen Weg aus diesem Schloss finden würdest. Doch nun entschuldige mich. Ich habe noch etwas zu erledigen. Das war doch einer von Kikyos Seelenfängern. Wo kommt der her? Und warum hat er Naraku gehört? Er hat von einer Miko gesprochen. Das kann doch nur Kikyo gewesen sein. Wenn Kikyo hier ist, ist Inuyasha sicher längst bei ihr. Inuyasha, ich muss ihn warnen, er wird ja direkt in die Folge. Wo wollen wir denn so eigentlich hin? Kagome, hast du nichts Besseres zu tun, als für Naraku den Babysitter zu spielen? Doch, habe ich. Deswegen wirst du leider auf meine Anwesenheit verzichten müssen. Allerdings kommt es mir sehr gelegen, dass Naraku mir diese Aufgabe übertragen hat. Was hast du vor?
Das soll mal einer verstehen. Also, bist du jetzt auf unserer Seite? Sei nicht albern. Es ist nur so, dass du mir nicht sonderlich viel nützt, wenn du gefesselt bist. Das heißt was? Stell dich doch nicht dümmer, als du bist. In diesem Schloss befindet sich das Medium, das den Bankräser aufrechterhält. Ich glaube nicht daran, dass ihn außer Naraku keiner brechen kann. Denn wäre das so, dann hätte er nichts zu befürchten und wäre nicht so vorsichtig. Und du erwartest von mir, dass ich das Medium finde und den Bannkreis breche? Ich erwarte gar nichts von dir. Aber wenn ihr Naraku töten wollt, dann gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Die Geheimniskrämerei liegt da wohl in der Familie. Dass die Schurmauer hier ist, macht die ganze Sache viel schwieriger. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie mich dank des Nebels nicht finden können. Es wird Zeit, um eine neue Aufgabe zu geben. Ja, finden sich so schnell nicht wieder. Gut, dann seid ihr bereit für eine neue Aufgabe. In meinem Bandkreis ist ein weiterer Dämon aufgetaucht. Bei ihm ist ein kleines Mädchen und ein Krabber. Ich möchte, dass er sie von den beiden trennt. Endgültig. Da müssen wir uns zurückhalten. Lasst sie am Leben. Er wird ihn berechenbar, falls etwas geschieht. Stiftet nur genug Chaos, dass er sie aus den Augen verliert. Das sollte ihn für eine Minute beschäftigen. Okay, was ist das für ein Kerl? Er ist der Bruder des Halbdämons, den wir zuvor schon getroffen hat. Er sieht ihm sogar recht ähnlich. Ein großer Dämon mit langen weißen Haaren. Aber wenn er nicht auch ein Hundedämon ist, kann er euch dann nicht einfach füttern? Nein. Habt ihr es denn immer noch nicht bemerkt? Dieser Nebel, der einen Bogen um euch macht, negiert dämonische Fähigkeiten. Es wird ihn sicherlich nicht ganz aufhalten. Doch es sollte genügen. Na, worauf warten wir dann noch? Ach, müssen wir ihm denn eigentlich zögerlich sein? Nimmt ihn auseinander. Sofern ihr es könnt. Interessant. Bin ich doch garantiert schon zweimal angekommen. Ha, diesen Baum hier habe ich schon mal gesehen. Ich kann immer noch nicht riechen. Schon so menschlich? Meine Clowns sind noch da. Man auch. Seltsam. Das war ich aber noch nicht. Ja? Nein, das wüsste ich. Ha! Ich wusste es! Kagome, ich! Guck mal, ist gar nicht Kagomes Geruch. Ist mir sehr ähnlich. Das ist Kikyos Geruch! Kikyo! Was macht sie denn hier? Die uns helfen, Naraku zu finden. Andererseits sollte es Kagome suchen. Wenn ihr was passiert ist. So, als ob es ihr gut geht. Verdammt, warum eigentlich immer ich? Das wirst du jetzt erfahren. Mir bleibt keine Zeit, um die Kunst nachher zu finden.
kämpfen? Rikio, ich kann nicht zulassen, dass Ding so ins Messer rennt. Dann komm mit mir. Was? Mascha, hilf mir. Das ist gut. Halt mir den Weg zu Narako. Ich freue mich um den restlichen Schiff. Sag mal, Jaken, du siehst so erschöpft aus. Ach, alles nur deine Schuld, du vorausgelaufen bist und... Du wärst doch auch gerade aus dem Bandkreis gelaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das liegt nur daran, dass du mal wieder Jaken, nicht mehr hören. Ja? Sei still. Rin, ja. Versteck dich. Du, okay. So, wen haben wir denn da? Den Hohenwolf hat, hm? Wir wissen ja, was das heißt. Worauf wartest du? Ja, Meister. Weil ich außerdem weiß, dass dein feines Näschen in diesem Nebel nicht so gut funktioniert. Die anderen werden es nicht bemerkt haben, aber ich weiß, dass du nicht ganz so gut in Form bist wie sonst. Habe ich recht? Gut genug, um dich zu töten, also überlege genau, was du sagst. Schon gut, schon gut. Ich bin nicht dein Feind, okay? Das interessiert mich nicht. Was hast du sonst noch zu sagen, außer dass dieser Nebel mich angeblich einschränkt? Wenn du diese beiden Gnome wiedersehen möchtest, mit denen du dich umgibst, sollte es dich zumindest interessieren. Und wenn ihr je wieder hier rauskommen wollt, ebenfalls. Du weißt, dass du mir damit nicht drohen kannst. Ja, weiß ich. Ich dachte nur, ich erwähne es nochmal. Immerhin war es Narakus Idee, dich von beiden Schützlingen von mir zu trennen. Er will dich beschäftigen, denn im Gegensatz zu deinem Bruder bist du
nach einer richtigen Gefahr für ihn. Vor allem heute Nacht. Was willst du damit sagen? Nicht so wichtig. Doch solange du durch diesen Nebel, wer den Gnom auf das Mädchen riechen kannst, solltest du auch mich hören und dich zu Naraku begeben. Ohne ihn wird sich der Nebel ganz schnell verziehen. Darum geht es dir also wieder. Ich soll dir helfen, deinen Schöpfer zu töten. Inuyasha! Endlich! Ich dachte schon, du bist ja gar nicht Inuyasha. Ah. Das war dann wohl mein Stichwort. Du weißt, was zu tun ist. Beseitige Naraku und wir werden beide frei sein. Sesshomaru, warte! Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Du gehörst doch zu Yashas Gruppe. Wir wurden im Kampf getrennt. Also, was machst du hier? Das eben war doch Kagura. Und? Na, hat sie dir irgendetwas erzählt? Plant sie irgendetwas? Wie kommst du denn auf den Gedanken, dass gerade ich dir dazu etwas sagen würde? Ach, sei doch nicht immer so stur. Ich weiß ganz genau, dass sie dir etwas erzählt hat. Sie scheint ja wohl auf deine Hilfe zu bauen. Nur weil sie mich um Hilfe ersucht, heißt das noch lange nicht, dass ich ihr auch welche zuteil werden lasse. Ich kaufe deine Gehabe langsam nicht mehr ab. Du müsstest doch scheinbar deine Begleiter, vor allem dieses Menschenmädchen, beschützen. Und es ist für uns alle leichter, wenn wir uns zusammentun, um Naraku zu besiegen. Glaubst du etwa wirklich, dass ich Hilfe von einem Menschen bräuchte? Wo stecken das Mädchen und der Grün überhaupt? So wie eure Gruppe wurden auch hier im Kampf getrennt, aber das wird nicht von Dauer sein. Dann möchtest du sie jetzt sicherlich suchen gehen, oder? Ja, doch das würde nichts bringen. Was? Wieso würde ich... Ich kann sie nicht riechen. Wieso nicht? Dieser Nebel behindert Dämonen, die nicht zu Naraku gehören. Den Nebel? Dann sollten wir versuchen, Kagura einzuholen. Sicherlich kann sie uns helfen. Sie scheint ja auch von dir Hilfe einzufordern. Was denn? Bist du da etwa selber noch nicht drauf gekommen? Offenbar nicht. Aber die wirklich schlüpfrigen teilt sich die erst, wenn du erwachsen bist. Inuyasha? Und Kikyo? Was machst du hier? Was macht ihr hier? Viel schlimmer, was machst du hier mit Kikyo-sama? Solltest du nicht eher nach Kagome-sama suchen? Und du? Wo ist Sango? Aber wenn Kagome nicht hier ist, dann heißt es, dass sie bei Naraku im Bannkreis ist. Das sind wir alle, du Giftzwerg. Ja, aber wir haben Neuigkeiten. Da ist ein Bannkreis, in dem Bannkreis. Und da ist Kagome, und wenn sie nicht bei dir ist, musst du auch... Stopp. Warte. Was? Also, da ist ein... Danke, Schiffung. Also, was Schiffung damit sagen wollte, innerhalb des ersten großen Bannkreises gibt es einen weiteren, kleineren Bannkreis. Dort vermuten wir Naraku. Und da sie nicht bei dir ist, auch Kagome ist da mal. Kagome ist bei Naraku? Worauf warten wir denn noch? Wir müssen sie suchen gehen. Stopp, Inuyasha, hier geblieben. Natürlich gefällt es mir nicht, dass Kagome-sama bei Naraku ist. Ich glaube aber nicht, dass sie in akuter Lebensgefahr schwebt. Aber wie kannst du denn sowas nur sagen? Wenn Naraku sich die Mühe macht, sie mit einem zweiten Bannkreis vor uns zu verstecken, ich sagte doch, irgendetwas steckt dahinter, dass sie sich überhaupt die Mühe macht, den zweiten Bannkreis zu erstellen. Es wird ein Plan, und Kagome-sama scheint darin wohl noch eine wichtige Rolle zu spielen. Wenn du dich irrst,
Selbst wenn ich mich irre und so leid es mir tut, im Moment können wir nichts tun. Zum einen wissen wir nicht, wo dieser Bankreis ist. Und zum anderen wäre da deine Situation Schwarzlöckchen. Narako darf mich so nicht sehen. Selbst die Finger in seiner Gewalt hat, weiß er das doch nicht allein. Von denen aber noch keine gesehen. Stimmt, hat der Schiss, dass du sie wieder übernimmst, wenn sie dir zu nahe kommen. Ich glaube aber auch, dass er es noch nicht weiß. Andernfalls wären sie wohl kaum noch in einem Stück. Es ist ja doch auch der einzige Beweis dafür, dass Kagura es ihm noch nicht mehr erzählt hat. Selbst Kagura weiß davon? Es ist ja nicht so, als hätte ich ihr freiwillig auf die Nase gebunden. Also, ein bisschen ja schon. Du Kleiner. Kikyo. Das soll man mal sagen, ich sei stürmisch. Kikyo, geht's? Es geht. Aber mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir sollten weiter. Ich fürchte, ich weiß, was Narako vorhat. Woher das denn auf einmal? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wenn Narako also Kagumi wirklich in seiner Gewalt hat, kann es dafür nur zwei Gründe geben. Erstens, dass er sie als Köder benutzen will. Dann müsste er aber eine Spur legen. Oder, wie wir ihn kennen, jemanden schicken, der dich darüber informieren will. Bleibt noch zweitens. Zählen kann ich auch, doppelt. Also, was ist die zweite Möglichkeit? Dass er tatsächlich etwas mit ihm vorhat. Er hat sich extra die Mühe gemacht, sich von euch zu isolieren. Noch dazu hat er mich meiner Seelenfänge beraubt, um mich zu schwächen. Das kann selbst für ihn nicht einfach nicht sein. Ich bin mir sicher, dass das zusammenhängt. Was hat das mit Kagome zu tun? Was haben deine Kagome mit dem gemeinsamen Leben? Überleg doch mal. Er sieht euch recht gut. Ja, die ganze Wiedergeburtsgeschichte halt. Du weißt davon? Ah, so ist das. Ich verstehe. Ach ja? Dann erklär's mir. Und Inuyasha, der weiß schon. Kagome-sama und Kikyo-sama teilen sich eine Seele. Und? Narako kann mich nicht verletzen. Sein menschliches Herz, alles, was von seiner menschlichen Seele übrig geblieben ist, kann mir nichts antun. Erinnerst du dich? Der Dämon Narako entstand aus einem Menschen, der damals in Kikyo verliebt war. Dieser Mensch hindert ihn daran, sie loszuwerden. Aber Kagome kann er ohne Probleme etwas anziehen. Und das heißt dann für uns... Was? Das heißt, dass er Kagome-sama Seele in Kikyo-samas Körper bringen will, um sie zu vernichten. Als ich damals wiederbelebt wurde, wäre meine Seele beinahe von Kagome absorbiert worden. Ich musste vor ihm fort, ich war geschwächt. Dieser gute Hund. Welch Ironie. Und jetzt, wenn du recht hast, darfst du dich Kagome nicht nähern. Solange sie in Narakos Bahn greifen, kann sie nicht wieder nähern. Das größere Problem bist du. Wenn Narako sieht, dass sie jetzt ein Dann müssen wir ihn darauf achten, dass uns niemand sieht. Und selbst wenn die Chance dazu haben. Schaut mal, das gehört Kagome. Hat er hier also doch was angetan? Dieser Miese. Inuyasha, denk doch mal nach. Wir reden hier von Narako. Wenn einer weiß, wie man Spuren verwischt, dann ja wohl er. Er will, dass wir sie finden, beziehungsweise dass du sie findest. So denn gerade ich? Das Ding hätte jeder von uns finden können. Du sollst mich zu ihm kommen, wenn ich es nicht mehr allein schaffe. Da verlässt sich der Mann auf seine Nase. Zu dumm, dass die mal wieder nicht funktioniert. Du Kleiner. Lass gut sein. Bald ist Sonnenaufgang. Dann können wir die Spur weiter verfolgen. Bis dahin, lass uns doch in diese Richtung gehen. Die scheint ja soweit richtig zu sein. Hoffentlich. Was nochmal? Oh, komm schon, Jan, beeil dich. Wo willst du denn so eilen? Du willst doch den Weg gar nicht. Na und? Sashimaru-sama wird uns schon finden, da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen nur entgegen. Also, gehen wir da zurück, wo wir von hergekommen sind. Und das ist nun mal... Da! Bist du dir da sicher? Ja, sicher. 3, 2, 1. Wir sind doch vorhin nach links gegangen. Ja, und? Das bedeutet, wir müssten jetzt nach rechts gehen. Ja, und? Das bedeutet, wir gehen in eine völlig andere Richtung. Und das heißt? Dass wir uns verlaufen haben. Aber das weiß ich doch längst. Wieso sagst du da nichts? Weil ich dachte, dass du eventuell... Hast du das auch gehört? Hab ich was gehört? Da war so ein Knacken. Wir sind hier in einem Wald, da knackt es nur ab und zu. Oh, das macht erst mal auf.
Marusama ist nicht da. Nur mit dir habe ich Angst. Jetzt habe ich es auch gehört. Es kommt näher, oder? Na, hallo? Angst vor der Tische, Marusama? Ja. Ja, ich laufe. Sango! Sasumaru! Kikyu? Sasumaru? Leute, wieder Vereinigung, romantisch und so. Sango! So weit waren wir schon. Hippo? Sango, wie geht es dir? Was ist mit deiner Wunde? Wieso was bei Sasumaru? Ich hab mir solche Sorgen. Um meinen Po, wie es scheint. Um alles an dir. Ach, wie dem auch sei, mir geht es gut. Wo ist Kagumi-chan? Was willst du hier? Hast du etwas damit zu tun? Glaubst du etwa wirklich, ich würde mich mit diesem Abschaum zusammentun? Jetzt ist er wieder ganz der Alte. Und ich hab was für ein Techtelmechtel verpasst? Ist doch egal, ich erzähl's dir später. So tauchst du gerade jetzt hier auf. Trau dir nicht. Das soll mir gleich sein, ich habe nicht vor, an eurer Seite zu kämpfen. Was ist das? Mach dich eben zuerst fertig. Ist Sango? Sango, was soll das? Sag nicht, du stehst jetzt auf seiner Seite. Ach, sei nicht albern, Inuyasha. Aber haben wir nicht besser was zu tun, als ihn zu bekämpfen? Spar dir deine Kräfte für Naraku und vertraue mir für den Moment, wenn ich dir sage, dass dein Bruder keine Gefahr für uns darstellt. Hast du denn jetzt darauf? Warst du die letzten Male nicht dabei, als er uns angegriffen hat? Inuyasha, sie hat recht. Hiroku! Zumindest was Sasumaru angeht. Solange er uns nicht angreift, ist Naraku das größere Problem. Recht, Inuyasha. Wir haben weitem größere Probleme. Das ist eine Familienfehde. Kann ich mich auch gar nicht weiter einmischen will. Haku, du Bastard! Wo ist Kagumi und was hast du mit dir gemacht? Ihr seid schon so weit gekommen. Ihr werdet euch den Rest des Rätsels jetzt auch schon verraten. Deswegen, Magura, sei es gut und bereite unseren Gästen einen angemessenen Empfang. Du hast ihn gehört. Unsere Gäste sollen empfangen werden. Ja, was passiert, Sango? Du bleibst brav hinter mir. Ich regle das. Kasana! Wow. Sango! Einfach so ihren Schicksal überlässt. Das ist ja nicht meine Angelegenheit. Natürlich nicht. Wir sind uns gar nicht so unähnlich. Und du? Hey, ich rede mit dir! Du hast dich schon vorhin für ihn eingesetzt. Wirklich, ich hätte damit kein Problem, wenn da irgendwie... Ja, und dann? Die kommen von mir auch nicht weg. Niemand kann den Bein versprechen. Genau das haben die Dämonen doch gesagt. Natürlich kann der Bein gebrochen werden. Kagumi wird das nicht schaffen, aber ich kann ihn zerstören. In deinem Zustand? Kikyo, ich kann nicht zulassen, dass du da so reingehst. Solange Kagumi in Narakus Bankreis ist, kann ich ihn nicht. Schaff sie mir auf den Weg. Wenn ich den Bankreis breche, darf sie nicht in meiner Nähe sein. Sonst würde Narakus Plan womöglich doch noch aufgehen. Kann ich doch nicht. Ich werde meine Seele nicht an Naraku verlieren. Wir haben beide doch schon so viel an ihm verloren. Willst du ihn etwa wieder gewinnen lassen? Es gibt nur noch einen Weg hier raus. Und den können wir nicht gemeinsam gehen. Kikyo! Ich helfe Kagumi aus dem Bankreis. Dann zieht ihr weiter. Was machst du denn hier? Verschwinde. Was? Wie kommst du dazu, mich herumzukommandieren? Außerdem habe ich hier noch was zu erledigen. Dass du aber auch immer so stur sein musst. Du bist geschwächt, das sehe ich doch. Vielleicht solltest du besser von hier verschwinden.
Das hier ist Narako Schloss. Und ich bin mir sicher, er ist hier im... Moment mal, du bist hier in Narako Schloss. Also steckst du wirklich mit ihm unter einer Decke? Oh, ich wusste es. Narumi. Warum tust du das? Nach allem, was er dir damals angetan hat. Hast du etwa vergessen, dass er dich damals getötet hat? Und Inuyasha auch beinahe. Narumi, du verstehst das falsch. Ich bin nur wegen dem Bannkreis hier. Warte, der Bannkreis ist... Du etwa das Medium? Ich soll dich zerstören? Es muss doch einen anderen Weg geben. Kasumi, jetzt halt den Mund und hör mir zu, bevor du noch mehr falsch verstehst. Ich bin hier, um den Bannkreis zu brechen und nicht, um mit dir zu diskutieren. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du bist geschwächt? Ich kann dich doch da nicht einfach allein reingehen lassen. Was, wenn dir was passiert? Ich werde es nicht noch einmal sagen. Schon gut, ich gehe ja schon auf mich, hörst du ja eh nicht. Ich bin mir sicher, der hat noch eine Menge mit unserer Geschichte zu tun. Kagome-chan! Kagome! Mach Platz, mach Platz, mach Platz, mach Platz! Kagome, geht's dir gut? Ja. Danke, dass ihr nach mir gesucht habt. Ich dachte schon, du wärst mit Kiki unterwegs gewesen. Aber... schon gut. Alles in Ordnung. Was ist denn überhaupt passiert? Also... da waren die Dämonen und die haben gesagt, ich kann keine Dämonen. Und dann haben wir... Nein, nein. Dich unterbreche ich gern. Das unterbreche ich tatsächlich ziemlich ungern. Den Rest klären wir aber auf dem Weg zum Dorf. Aber müsst ihr mal nach euch. Mir bitte auch. Mir scheint, als hätte ich noch ein klein wenig mehr verpasst. Was habe ich denn getan? Sag mal, wie redest du denn mit ihm? Wie kannst du es wagen, so mit dem großen Sichumaru-sama zu sprechen? Nein, nein. Es ist nicht so, dass er mir großartig kommt. Es ist nicht so, dass er mir so gereinigt ist, dass er so gereinigt ist. Schwende einfach! Wenn ich das anmerken dürfte, wäre das eine Gelegenheit, sich ganz eventuell zu zeigen. Vielleicht könnt ihr ja. Ja. Schau mal, das habe ich gefunden. Jaten sagt, das gehört dir. Ja, hast du. Danke. Gewohnheit wird. Ich kann's alleine, Yasha. Kikyo, mir geht es gut. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass dir nichts passieren wird, sobald Kasumi auf dem Weg ist. Hast du das gemacht? Narako verlässt sich zu sehr auf seine Bankreise. Da auf seine Marionetten. Eine davon war das Medium für die Bankreise. Und jetzt, wo sie zerstört ist, sind auch die Bankreise aufgehoben. Das kann weiter? Ja, aber hier trennen sich unsere Wege wieder. Pass auf dich auf. Regner, Rikoto, Mi und Anni. Shino als Sesshomaru und Riff als Kagura. In der Rolle des Narako. Yavi als Sango und Freimeier als Miro. Tora in der Rolle des Shibo. Eddie als Kagome und Yugi als Inuyasha. Was?